Heute ist der 28. November, ein Tag vor dem ersten Advent 2015 hier in Studensee. Die Vorweihnachtszeit hat längst begonnen, mehrere Weihnachtsmärkte stehen bevor und wir haben uns umgeschaut, was sonst noch passiert hier in Studensee mit Marius Biebsch und Thomas Riedl. Guten Tag. Hallo, was darf sein? Von der Mortadella, 268 Gramm. Noch eine Scheibe? Nein! Sonst passt du nicht mehr durch unseren Schornstein durch. Wir stehen jetzt vor dem Weihnachtshaus von Studensee. Bei mir steht der Inhaber William Strung. Herr Strung, seit wann haben Sie Ihr Haus so wunderschön geschmückt? Seit 15 Jahren jetzt. Meine Kinder, wir haben alle zusammen Fernsehen so geschaut. Und das Chevy Chase Film für Weihnachten ist angekommen. Und die Kinder hat gefragt, hey Dad, wieso macht man das auch nicht? Und seit dieser Film, das wir angeschaut haben, haben wir das Haus geschmückt. Yeah. Wunderbar. Wie viele Lichtketten oder Lichter sind hier verbaut? Kann man das sagen? Nein, das ist so viel. Die Frage ist öfters gestellt, ne? Aber zählen, nee, die Hauptsache, was man hat, der Nachweis, wie viel das sind, ist egal. Und es ist sowieso LEDs heutzutage, weißt du? Es sind viel, viel günstiger, wie wenn ich vorher angefangen hatte. Boah, das war 1600 Watt pro Schlauch. Und jetzt sind wir bei 12,5. So, ich meine, ja. Und es sieht toll aus. Sieht wunderschön aus. Letzte Frage, die mich persönlich auch interessiert. Was bezahlen Sie monatlich an Stromabschlag? Nicht viel, das ist alles LEDs, wie normal. Ich meine, ehrlich, das war auch überrascht. Das hat mich auch gefreut, natürlich, ne? Aber nee, das ist nicht mehr. Wenn du überlegst, die Leute, was sie hier anhat, keine Nachtlicht von der Garage oder was, das ist nicht teuer. Okay, dann brauchen wir auch keine Angst haben, dass das Weihnachtshaus nächstes Jahr nicht mehr steht. Nee, Angst hast du bestimmt nicht. Nee. Okay, herzlichen Dank. Vielen Dank, ja. Es ist ungefähr 3 Uhr morgens. Okay. So, fröhliche Weihnachten. Vielen Dank. Ja, und vielen Dank. I'm fortunate. Leider vergessen habe ich ein Mädchen. Heute Abend ist klingender Advent in Studensee-Stafford. Bei mir steht Tamara Wegmer. Sie ist heute zum ersten Mal auf dem klingenden Advent in Stafford vertreten mit ihrem Stand Tamis Häkelzauber. Frau Wegmer, wie kommen Sie auf die Häkelkunst und seit wann machen Sie das? Ich habe vor 2 Jahren mit dem Häkeln angefangen. Eine gute Freundin oder Bekannte von mir hat im Facebook immer gepostet, was sie so süßes häkelt. Das waren damals eben so Babyschuhe. Und dann dachte ich mir, ach, jetzt holst du dir auch mal ein bisschen Wolle und eine Häkelnadel und probierst das einfach mal aus. Ich habe auch jede Menge Schlüsselanhänger gehäkelt, Minions, Eulen, Schutzengel, alles Mögliche. Und von den Schlüsselanhängern spende ich 1 Euro an den Förderverein der Dreisschule Stafford. Neben mir steht Gela Blust vom Elternbeirat im Waldkindergarten Stafford. Frau Blust, wie kommen Sie hier auf den Stand? Ich habe gehört, Sie organisieren das. Und was stellen Sie heute Abend aus? Wir haben ein großes Angebot. Wir sind seit Jahren dabei hier im
Weihnachtsmarkt und alle Sachen, die hier auf dem Stand verkauft werden, sind von den Eltern und Familien hergestellt und die Kinder haben die Möglichkeit, mit dem erwirtschafteten Geld Ausflüge zu machen und neue Spielsachen zu kaufen.